Ranja und ich habe mir gedacht, heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Und zwar, anstatt ein Q&A zu machen, weil das machen wir ja öfter, beantworten wir jetzt mal Fragen, die ich über Instagram kriege, beziehungsweise lesen meine Instagram-Privatnachrichten. Aha, ich blende alle Namen aus. Das heißt, wenn ihr mir irgendwas geschrieben habt und ihr denkt, oh nein, oh nein, ich will nicht, dass das rauskommt. Keine Sorge, ich verpixel das. Also, ne? Kein Ding. So, ich habe vorhin schon angefangen und da ist mir dieser Kommentar ins Auge gestochen, okay? Und zwar habe ich eine Story gepostet. Folgende, ja? Sehe ich da wirklich hübsch aus? Nee. Bin ich da ungeschminkt? Ja. Sieht man da auch, dass ich deutlich ungeschminkt bin? Ja. Ist es ein schlimmes Foto? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Das hätte ich nicht gepostet. Dann kommt folgender Kommentar. Uff, du siehst aber schlecht aus. Danke. Mehr schlafen und Haare kämmen. Okay, das ist ein Zopf, Mann. Das ist ein Zopf. Wenn man keine Lust hat, sich die Haare zu machen, dann macht man sich einen Zopf. Aber I'm sorry, das kam wohl nicht so gut. Hier zum Beispiel hat jemand gesagt, er findet, oder sie findet, ich finde ungeschminkt siehst du besser aus als geschminkt, was sehr nett ist, ja. Im Vergleich zum Kommentar davor, siehst sehr schlecht aus. Hier hat jemand geschrieben am Sonntag. Ronja, du tust mir mega leid wegen Flo und so, mein Beileid. Dankeschön. Aber trete doch also Lars und Easy bei. Ohne Mist, wisst ihr, wie viele Kommentare ich bekommen habe? Tritt doch denen bei, tritt doch denen bei, tritt doch denen bei. Ganz ruhig, also ne? Immer mit der Ruhe. Oder hörst du auf mit YouTube? Nein, keine Sorge, ich höre nicht auf mit YouTube, ich mache das weiter. Aber ich hab acknowledged, dass sehr, sehr viele von euch das geschrieben haben. Ruhe mit den jungen Pferden. Generell habe ich zu dem ganzen Flo-Ding unglaublich viele super liebe Nachrichten von euch gekriegt, was mich sehr gefreut hat. Zum Beispiel, das ist jetzt hier eine längere. Hey Ronja, ich wollte dir nur sagen, dass ich Flos Aktion richtig lieb finde. Fand, er hat sich in den letzten 2 Jahren richtig verändert. Früher war er nicht so. Früher war er immer richtig freundlich. Als ich ihn jetzt schon mehr als 4 Jahre geschaut habe und in letzter Zeit war er immer nur aufs Geld aus, seine Special-Aktion, noch immer mehr. Am Anfang habe ich jede gekauft, aber jetzt nicht mehr, weil ich es einfach nicht besonders mag. Aber genug von Flo. Ich gucke zwar nicht so gerne Minecraft-Videos, habe dich aber trotzdem abonniert, einfach weil ich deine Art mag. Das ist sehr lieb. Ich wollte dir nur sagen, bleib so, wie du bist. Deine Army steht dir immer zur Seite. Also, falls du irgendwann mal ein Problem hast oder was anderes, kannst du mich ruhig anschreiben. Ich stehe dir dann zur Seite. Du wirst es eh nicht lesen, aber wenn doch, weißt du, dass ich immer für dich da bin. Ich habe es gelesen. Nein, keine Ahnung. Ich fand es sehr, sehr lieb. Es war nicht nur diese eine Person. Es haben wirklich, wirklich viele Nachrichten geschrieben. Und das war tatsächlich eine Zeit, da habe ich ab und zu sogar durch die Nachrichten gescrollt. Ja. Dankeschön. Ich weiß, ich kann leider auf die Instagram-Nachrichten nicht antworten. Beziehungsweise, ich habe es auch ehrlich gesagt nie gemacht. Weil, wenn ich auf einen antworte, finde ich, es ist unfair den anderen gegenüber. Aber falls ihr Lust habt, mit mir zu reden oder mir eine Nachricht zu schreiben oder irgend sowas, ich habe einen Discord, da bin ich selber auch drauf und da gehe ich ab und zu in den Voice-Channel und dann können wir ein bisschen reden. Oder wenn ihr was im Chat schreibt, da gibt es verschiedene, da gibt es einen Fragen-Chat, so einen ganz normalen Chat-Chat. Da könnt ihr Bilder, Fanarts und sowas reinposten, da bin ich auch aktiv drauf. Also, falls ihr da gerne drauf beitreten möchtet, ist hier irgendwo der Link eingeblendet oder nochmal der in der Beschreibung. Dann könnt ihr da gerne drauf. So, die nächste Nachricht. Das ist jetzt tatsächlich mal eine Frage, okay? Also kommen wir dem Format schon eher näher. Es würde mich sehr interessieren, wenn sie slash du, ihr könnt ruhig du sagen, okay? Es schreiben viele Leute sie. Ich finde das voll verwirrend. Ich bin 21, ich bin nicht alt, okay? Also sagt ruhig du, ich bin nicht so alt. Wenn du, ich will nicht unhöflich sein, mal einen Song machen würdest. Momentan ist nichts geplant, es tut mir leid. Ich habe momentan keinen Song in Aussicht. Ich habe von vielen Leuten auch gehört, dass was ist, was sie gerne hätten. Flo hat ja auch irgendwann mal ein Lied gemacht, da war das Feedback ja auch sehr, sehr gut und positiv. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich es irgendwann mal mache, weil sonst sagen alle, du hast aber damals gesagt, du würdest es nie machen. Aber momentan ist nichts in Planung. Definitiv dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr, keine Ahnung. Hi Ronja, wollte dich mal fragen, kannst du mal ein Video machen, wo du Instagram-Fragen beantwortest? Aha, got you. Kannst du mal ein Projekt mit Flo machen, so ein Survival-Projekt? Das wäre mega cool. Sorry. Ich glaube, das wird schwierig werden.
Aber nächste Frage hat er natürlich direkt gebackupt, ja? Weil er das ja dann mitgekriegt hat. Hi Ronja, könntest du mal Five Nights at Freddy spielen? Ist ein Horrorspiel mit Jumpscares, wirklich cool. Am besten du spielst den ersten Teil, aber guck bei Google die Story nach, sonst weißt du nicht, was du tun musst. Liebe Grüße Jason, PS, du bist so cool, du bist mein Freund. Übrigens, viele von den Sachen, Nachrichten sind Antworten auf meine Stories. Falls ihr auch meine Instagram-Stories sehen möchtet und nichts mehr verpassen, dann folgt mir gerne auf Richtig Ronja bei Instagram. Das ist hier oben nochmal eingeblendet oder unten in der Beschreibung ist ein Link. Hi Ronja, ich habe eine Frage, weil ich will auch YouTuber werden, aber ich habe nie Zeit für die Videos. Weißt du, es geht mir ganz ähnlich. Ich habe auch nie Zeit für die Videos. Ich bin literally momentan nur am Lernen. Meine nächste Klausur ist am 25. Und ich muss noch wirklich, wirklich, wirklich viel lernen. Ich habe möglicherweise noch nicht allzu viel gemacht. Ich kenne das, ja, man hat keine Zeit. Aber wenn du wirklich YouTube machen möchtest, dann solltest du halbwegs regelmäßig hochladen und dir die Zeit dafür nehmen. Also ich zum Beispiel, mir macht das Spaß, okay? Ich sitze gerne hier und lese mir mit euch meine Instagram-Kommentare durch. Beziehungsweise Nachrichten. Kommentare ist ja nochmal eine andere Geschichte. Oder ich sitze gerne mit euch da und spiele eine Runde, keine Ahnung, Minecraft mit zufälligen Blöcken oder sonstiges. Falls ihr das übrigens nicht gesehen habt, ist es hier oben beim i eingeblendet. Aber halt solche Sachen, es macht mir Spaß. Deswegen finde ich, ist es eigentlich eher Freizeit als Arbeitszeit. Aber hey, wenn du keine Zeit hast, dann wart vielleicht 1-2 Jahre und wenn du dann bessere Zeit hast, dann versuch's doch dann. So, ich habe jetzt mal ein bisschen weiter reingescrollt. Es ist jetzt hier schon 2. September, okay? Ich bin schon ein ganzes Stückchen nach unten. Hey Ronja, ich bin eine alte / wieder neue Zuschauerin und wollte dir Tipps geben wegen dem Rauswurf. Immer doch. Du könntest vielleicht ein paar Mods spielen, daraus ein Projekt machen oder mit Tops ein Projekt. Es ist ein Projekt in Planung, das dauert noch ein bisschen, bis es fertig ist, aber es ist in Planung, das kommt jetzt. Ich will nicht sagen nächste Woche Samstag, weil wenn es dann nächste Woche Samstag nicht kommt, bin ich angeschmiert, aber ich würde, also ziemlich sicher, nächste Woche Samstag fängt es an. Aber nur 90% Garantie, okay? Nur 90%. Bitte, bitte, verklagt mich nicht, wenn es nicht wirklich kommt. Oder mit Tatsache, genau. Minecraft hattest du ja so als allererstes als Projekt gehabt. Du könntest vielleicht auch wieder Survival spielen. Und du wirst es sehr wahrscheinlich nicht tun, aber ich stehe zur Verfügung für Reden, Tipps oder Hilfe. Ich finde das so cute, wie alle von euch sagen, sie stehen zur Verfügung oder wenn ich irgendwas habe, dann soll ich ihnen schreiben. Ich finde das mega süß. Aber wie gesagt, falls ihr Lust habt, mit mir zu schreiben, ne, wie gesagt, Discord ist in der Beschreibung. Ich würde mich freuen. Es sind momentan auch noch gar nicht viele Leute drauf. Ich glaube, so um die 100, 200. Und ich glaube, momentan schreiben nur so 5-6 Leute im Chat. Also wenn ihr was schreibt, dann sehe ich das tatsächlich. Hallo liebe Ronja, es gab mal eine Zeit, da habe ich viel Minecraft geschaut. Meine Finger zittern voll übrigens. Side note, seht ihr das? Sieht man das? Oh, meine Katze will rein. 5 Sekunden. Okay, wir fangen nochmal an. Hallo liebe Ronja, es gab eine Zeit, da habe ich viel Minecraft geschaut. War auch damals im Araflo oder so am Start. Als ich so 9 oder so war, mit der Zeit wurde mir Flo ein bisschen zu Geld gehen, dass sie sich getrennt haben, fand ich damals auch nicht so geil. Übrigens, entschuldigt die Hintergrundgeräusche. Jemand rührt sehr energisch mit einem Löffel im Glas. Das ging an meinen Mitbewohner. Als Tops und du dazu kamen, habe ich mir noch angeschaut, habe dann aber aufgehört. Alle wollen mich sabotieren, die Katze miaut, mein Mitbewohner macht Lärm, was ist denn das hier? Als Tops und du dazu kamen, habe ich mir noch angeschaut, habe dann aber aufgehört, Minecraft-Zeug zu schauen. Da ich aber neulich Katze... Der will in den Schrank. Er hat neulich... Okay, pass auf, ich zeige euch das kurz. Das ist ein richtiges Trauerspiel. Er sitzt da hinten, ja, und er will in den Schrank. Er hat jetzt gelernt, wie er vom Fensterbrett in die obere Schublade springen kann. Und jetzt ist der Schrank zu und das findet er nicht okay. Deswegen ist er jetzt hier am Pöbeln. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's, ja. Jedenfalls, dies, das, Ananas. Community-Post gesehen, das Flo dich gekickt hat. Mir ist dein Kanal wieder aufgefallen. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut, sowas wie Beat Saber und sowas. Alles klar. Dann ist mir die Frage gekommen, hast du eigentlich eine Plattform für deine Community? Ich denke, du kennst Stand of Blood. Ja, war ich großer Fan von. Habe ich sogar ein Bild. Ich habe da irgendwie zwei, drei Stunden angestanden für und habe ein Foto von mir mit dem, weil ich früher unglaublich gerne... Alles wackelt, wenn meine Katze auf den Schreibtisch springt. Weil ich früher unglaublich gern so die League of Legends Videos von dem geguckt habe, war ich sehr großer Fan. Jedenfalls, ja, ich kenne den. Der hat zum Beispiel einen Discord-Server, wo man einfach lässig mit Leuten
schreiben kann oder auch Sachen ankündigen kann oder für Community-Projekte Leute casten kann. Ey, Benny. Sorry, ich wollte den Namen nicht nennen. Ey, unbekannte Person. Weil ich den Namen ja verpixle, ne? Ich hab sowas. Jetzt wollte ich fragen, ob du sowas hast oder willst das, was? Oder willst, wenn du das hast, würde ich gerne joinen. Wenn du noch nicht hast, würde ich gerne mit dir einen machen, beziehungsweise dich dazu anregen. Alles klar. Eventuell liest du das ja, würde mich freuen, würde mich über eine Rückmeldung freuen. Liebe Grüße, Benny. Alles klar, Benny. Ich habe einen Discord. Ich sage das jetzt zum 15. Mal in diesem Video. Leute, es gibt Discord. Ist in der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber ist da, ne? Wir haben übrigens noch Nachrichten einer anderen Sorte, von der ich auch die ein oder andere kriege. Ich zeige euch jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel. Hey, ich habe keinen Plan, wie man so eine Nachricht beginnt, aber ich finde dich irgendwie nett und wollte mal fragen, ob man vielleicht etwas Kontakt aufbauen kann. Und ja, ich weiß, dass du bestimmt hunderte solche Nachrichten bekommst und vielleicht davon genervt bist, aber hey, man kann es ja mal versuchen. Also, falls du die Nachricht überhaupt liest, was du wahrscheinlich sowieso nicht machst, würde ich mich über eine Antwort freuen. Ich meine, ne? Respekt an die Leute, dass sie es probieren, I guess. Besagte Person, ich habe mal nachgeguckt, man, die meisten haben ja auf ihrem Instagram-Profil ihr Alter. Den war 15. Also, ich, an alle 15-Jährigen oder Jünger da draußen unter euch, es ist ja sehr süß, aber, nee, also ich glaube generell, also ich kenne ja niemanden von euch persönlich und selbst wenn das jetzt jemand in meinem Alter wäre und auf den Bildern sieht er super toll aus, selbst dann, ich meine, ich kenne die Person nicht, das wäre einfach richtig, also wisst ihr, was ich meine? Für mich wäre es super merkwürdig, deswegen, nee, danke. Olli, kannst du mir ein Ei mitmachen? Mir ein Ei mitmachen? Ja, also ich mache gerade Nice, danke. Was auch ein richtiger Knaller ist. Ich krieg manchmal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt alleine lustig finde und das sonst einfach niemand, ne? Aber manchmal kriege ich Nachrichten, die obviously halt einfach so Rundmails sind, die an viele Leute geschickt werden, wo einfach nur der Name geändert wird, wo die Leute ihre Seite irgendwie promoten wollen oder sowas. Aber Achtung, aufgepasst. Hey Ronja, immerhin die richtigen Namen, ne? Es gab es auch schon, übrigens, das war die Mikrowelle im Hintergrund. Hey Ronja, ich habe gesehen, dass du richtiges Mindset folgst. Nö, tue ich nicht. Ich folge genau 14 Leuten. Richtiges Mindset ist nicht einer von diesen 14 Leuten. Du scheinst wohl ein gutes Mindset zu haben. Danke. Genau das ist der Grund, wieso ich dir schreibe. Der Grund, warum diese Person mir schreibt, ist, weil ich dem Account richtiges Mindset folge. Ne, ist klar. Mein Ziel ist es, anderen jungen, ambitionierten Menschen, die sich ebenfalls nicht mit dem Standardleben zufrieden geben wollen, einen Weg zu zeigen, wie sie durch passives Einkommen ihren Träumen und Zielen näher kommen. Fuß-Emoji. Weil, wisst ihr, wir gehen einen Schritt auf unsere Träume und Ziele zu, ne? Verstehst? Klingt eine finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit in der Zukunft grundsätzlich interessant für dich? Also, das ist ja nur so eine allgemeine Frage. Ich meine, gibt's ja oft so, dass ne, dich eine Person anschreibt und sagt, hey, wie stehst du eigentlich zu finanzieller und zeitlicher Unabhängigkeit? Vor allem zeitliche Unabhängigkeit habe ich. Dude, ich bin YouTuber. Ich bin nicht abhängig von wem? Nie. Bin ich zeitlich abhängig von... Okay, vielleicht von meiner Uni. Aber seien wir ehrlich. Das ist auch eher optional, ob du zu den Vorlesungen hingehst oder dann zu Hause in deinem Bett liegen bleibst und sagst, ich gucke mir das Skript online an. Ich gehe zu der Vorlesung nicht. Es ist 8 Uhr in der Früh. Wo bin ich denn? Ich sag's nur, also hat die gute Liebe, keine Ahnung, genau die richtige Person angesprochen, würde ich sagen. Ich bin da, ich weiß nicht, ich finde das lächerlich. Ich krieg ab und zu sowas und es ist einfach, also nicht nur ab und zu, also es ist schon regelmäßig. Weird. Einfach nur weird. Ich meine, was denken sich denn die Leute dabei? Es ist ja offensichtlich, also der erste Satz war ja, du folgst dem und dem Account. Das ist ja einfach eine blatant Lüge. Und vielleicht fällt es nicht so sehr auf, wenn es Leute sind, die so 300, 400, 800 Accounts folgen. Aber ich folge halt wirklich 14. Also, ne, man kennt's. Ich suche gerade, ob ich noch witzige finde, aber leider sind die lustigen irgendwo vergraben und ich finde die nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber ja. Übrigens, ich habe auch ein paar Nachrichten gekriegt wegen dem ganzen Flo-Thema. Ich wollte das nur mal klarstellen. Ob ich jetzt doch wieder mit ihm aufnehme, weil er ja Videos hochgeladen hat, in denen ich dabei bin. Und dies, das, Ananas. Ich muss sagen, da war ich ein bisschen mad, aber ist schon okay. Die Videos sind alle vorproduziert. Ich habe seit
nachdem ich das hochgeladen habe, kein einziges Video mehr mit ihm hochgeladen, beziehungsweise aufgenommen. Er hat noch welche hochgeladen, aber wie gesagt, vorproduziert. Da hat sich nichts geändert an der Situation. Es tut mir leid. Weitere Fragen, die sich gehäuft haben, die ich jetzt hier nicht gefunden habe in den Fragen, aber wo ich weiß, dass ich das gekriegt habe, war: Hast du eine Brille? Was sich ja eigentlich erübrigt, weil man mich mit Brille gesehen hat. Aber hey, um es nochmal klarzustellen, ja, ich habe eine Brille. Ich habe neulich, ich kann es euch zeigen, ja, hier. Ich habe neulich rausgefunden, dass ich eine Sehschwäche habe. Und zwar, hier, ich kann es euch demonstrieren, diese Brille habe ich. Ich habe die von meinem Bruder anprobiert und habe gemerkt, irgendwie ist alles schärfer als normal. Und dann bin ich zum Optiker gegangen und der war so, jo, also auf deinem linken Auge hast du irgendwie -1 oder -0,75. Und dann habe ich mir eine Brille machen lassen, einfach weil ich viel vom PC sitze und dann immer so vor meinen Computer gehe, was glaube ich auf lange Frist nicht so gesund ist für die Augen. Und genau, deswegen habe ich jetzt eine Brille. Ich habe mir auch eine schicke Sonnenbrille machen lassen, möchte ich nur mal anmerken. Die suche ich euch jetzt nicht raus, weil keine Ahnung, wo die ist. Ich glaube, in irgendeiner Handtasche von mir. Aber ich habe auch eine Sonnenbrille, die ich mit Stärke jetzt machen lassen habe. Bin voll stolz drauf, fühle mich voll erwachsen. Na gut, das war's für dieses Instagram-DMs angucken. Falls ihr sowas in irgendeiner abgewandelten Art nochmal haben möchtet, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Dann, ne? Weiß ich Bescheid, ob oder ob nicht. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und falls ihr neu hier seid oder meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut dies gerne. Wir sind bei, keine Ahnung, um die 92.000 rum. Das heißt, wir nähern uns der 100. Und wir alle wissen, dass 100 eine coole Zahl ist. Und es gibt dann 100.000 Abonnenten, Subscriber. Das war das gleiche Wort. Es gibt ein 100.000er Special, was ich geplant habe, was ich auch irgendwann vorhabe zu filmen, bevor ich irgendwann wieder in Urlaub fahre. Wenn ihr das mitkriegen möchtet, ne, dann helft gern mit. Also, ganz, ganz uneigennützig. Also, worauf wartet ihr? Helft mit. Drückt auf den Knopf. Es kostet euch nichts. Ja, ihr seid ja eh schon hier. Wer will euch aufhalten? Und genau, falls ihr noch ein Video angucken möchtet, was in diese Richtung geht, dann ist hier oben mein Q&A verlinkt, mein letztes. Oder falls ihr Lust auf was komplett anderes habt, dann ist hier unten eine Folge Minecraft Yu-Gi-Oh! Mit Tops verlinkt. Viel Spaß!